So, was machen wir heute? Heute machen wir hier die Einfassung vom Brückenkopf. Wenn ihr Bock habt, seid dabei. How I built a Lego castle from scratch. Episode 23. Moin moin, Freunde. So, erster Zwischenbericht. Hier habe ich jetzt erstmal die Oberfläche auch ein bisschen aufgehübscht, wie in den anderen Bereichen auch. Hier geht der Steg. So, und das ist jetzt hier das Brückenlager. Läuft nach hinten ein bisschen aus. Alles andere wird schräg angepasst. Und der Holzsteg letztendlich, der liegt dann nur auf den Steinen auf. Und kommt dann hier oben kommt dann eine Einfassung drauf, dass das hier verschwindet und dass das dann mehr oder weniger aussieht, so wie hier drüben. Also nichts Spannendes weiter. Gut, das ist glaube ich das, womit wir jetzt weitermachen. So, das Hauptelement ist soweit fertig. Schaut so aus. Hier auch noch hier diese kleinen Dark Tan, das könnte der Weg nachher sein, da passt hier auch noch gut hin. Hier. Und hier zur Burg raus, links, rechts. Bisschen Weg. Alles andere wird eh Wildnis. Das wird auch fetter Bereich. Aber so sieht das halt erstmal aus. Kommen natürlich noch Fliesen oben rauf, so wie hier. Und dann beim Weg selber muss man gucken, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich überlege gerade, ob ich den Brückenkopf schon mal nutze, um da unten mal ein paar grüne Platten anzuflanschen. Links, rechts geht auch. Dann hätte man schon mal einen Anschluss fürs Grünzeug. Das mache ich noch mal. Ich habe jetzt hier unten schon mal die Bruchkante fertig. Dann habe ich das andere Brückenauflager fertig gemacht. Ja, hier schon mal in Schwarz ein bisschen die Module verkleidet. Fehlen natürlich ohne Ende Teile. Aber so schaut das nachher aus. Bin gespannt, wie das ausschaut. Wir sind gespannt. So, Freunde, die Unterkonstruktion ist erstmal so weit fertig. Jedenfalls das, was ich machen kann. Mir fehlen vor allem Wedge Plates in grün, um jetzt hier so eine Lücken zu schließen. Das habe ich wirklich unterschätzt. Aber das wird bestellt und dann ist gut. Also das, was ich machen wollte, nämlich hier diese schrägen Einfassung am Brückenauflager, die habe ich hinbekommen. Das gefällt mir soweit. Das Stück hier vorne, da wird vielleicht nochmal wieder abgerissen, weil da muss ja noch der Weg hin oder Straße, wie auch immer. Auch hier am Brückenkopf, das hintere Teil, weiß ich noch nicht, wie ich da die Anbindung an die Straße mache, weil die Straße wahrscheinlich eine andere Oberfläche bekommt als hier dieses in Anführungszeichen Kopfsteinpflaster. Ich begrüne das jetzt noch ein bisschen und dann sieht das auch gleich viel netter aus. Aber so macht das doch schon mal guten Eindruck. Alles klar, bis gleich. Ich glaube, das kann man so lassen.
Wie gesagt, die Brücke ist jetzt erstmal soweit fixiert. Ist alles stabil. Kann ich gut mitarbeiten. So, nächstes Mal steigen wir hier in die Stallgeschichte ein. Und dafür werde ich die weißen Wände teilweise wieder einreißen müssen, weil mir da die Verbindungselemente für Zäune und Tore und was weiß ich, was da alles im Stall so rumfliegt, fehlen. Die muss ich alle überall noch einsetzen. Dann würde ich auch gerne ein bisschen mehr von diesem hellgrauen Mauerstein einsetzen. Und im Boden, da müssen noch jede Menge Snots rein, damit ich da Dinge befestigen kann. Also ich die Pferde festmachen, hier mal einen Zaunpfeiler und was da so alles anfällt. So, und damit fangen wir eigentlich an. Ich mache jetzt erstmal den Untergrund. Hier kommt ein großer Heuhaufen hin, habe ich gedacht. Die Pferde, die werden auch nicht so stehen, sondern so. Also wir passen hier so drei Stück nebeneinander. Dann kommt hier vor, kommt ein Futtertrog und so schräg auch noch irgendwas. Also ich, dann haben wir hier Gerätschaften. Dann müssen hier noch Schweine und ein Ochse rein. Also was weiß ich, hier nochmal und da nochmal eine Box machen. Hier vorne Gerätschaften, Stroh. Noch ein bisschen Deko, Schnickschnack überall hin, das Tor rein. Wir fangen erstmal klein an. Erstmal gucken, was ich so an Teilen habe. Auch Monatsende, Kohle ist knapp. Und dann gucken. Aber da wollte ich gerne weitermachen. Ich glaube, das sieht nachher cool aus. Ich muss ja hier auch noch Fenster reinsetzen, weiß ich noch gar nicht, wie die aussehen, ob das durch die eckig mache oder oben mit dem Bogen. Oh, schwierig, schwierig. Oder hier die Fenster oder auch Fenster. Okay, ihr wisst, was los ist, wenn euch die heutige Folge gefallen hat. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Ansonsten sehen wir uns nächstes Wochenende, wenn das hier weitergeht. Ciao, ciao!